Wenn sie dabei objektiv bleiben können, wenn sie ihre Emotionen von denen der Masse abkoppeln können, dann werden sie sehr, sehr reich. Und sie müssen nicht sehr klug sein. Ich meine, ich bin sicher, sie sind es. Aber es braucht nicht nur Köpfchen, es braucht das richtige Temperament. Warren Buffett spricht im folgenden Video über drei Dinge, die aktueller denn je sind. Erstens, welchen entscheidenden Fehler Anleger gerade bei fallenden Aktienmärkten machen. Zweitens, wie lange Aktien irrationale Kurse haben können, also stark über- oder unterbewertet sind. Und drittens verrät Buffett, bei welchen genauen Zahlen für ihn eine Aktie fair bewertet ist. Also viel Spaß beim Video. Investoren verhalten sich auf sehr menschliche Weise. Das heißt, sie werden sehr enthusiastisch während Bullenmärkten und sie schauen in den Rückspiegel und sagen, ich habe letztes Jahr Geld verdient, ich werde dieses Jahr mehr Geld verdienen. Also werde ich mir dieses Mal etwas Geld leihen. Oder sie sagen sich, ich habe letztes Jahr die Rallye verpasst, aber mein Nachbar, der doch viel dümmer ist als ich, der hat dabei eine Menge Geld verdient. Also werde ich dieses Jahr voll dabei sein. Die Leute schauen immer in den Rückspiegel. Und wenn Sie in den Rückspiegel schauen und sehen, dass in den letzten Jahren eine Menge Geld gemacht wurde, dann stürzen Sie sich auf den Aktienmarkt und drücken, drücken, drücken die Preise nach oben bis zum geht nicht mehr. Und wenn Sie dann in den Rückspiegel schauen und Sie sehen, dass in den letzten Jahren kein Geld verdient wurde, dann sagen Sie sich einfach, dass der Aktienmarkt ein lausiger Ort ist, um Geld zu verdienen. Es ist Ihnen also egal, was im eigentlichen Geschäft des Unternehmens hinter der Aktie vor sich geht. Das ist erstaunlich, aber genau das ist eine riesige Chance, einfach eine Riesenchance. Buffett spricht hier meiner Ansicht nach einen der größten Fehler von Leuten an, die frisch an den Aktienmarkt kommen. Nämlich ständig in den Rückspiegel zu schauen. Das heißt, nur weil eine Aktie, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Apple, in den letzten zehn Jahren mega gut performt hat, heißt das nicht, dass es in den nächsten zehn Jahren genauso weitergehen wird. Genauso auf ETF-Ebene, nur weil der NASDAQ die letzten zehn Jahre alle anderen Indizes outperformt hat, heißt das nicht, dass es die nächsten zehn Jahre genauso sein wird. Oder nur weil der Emerging Markets ETF die letzten zehn Jahre lausig gelaufen ist, heißt das nicht, dass er die nächsten zehn Jahre genauso Schlecht laufen wird. Und Buffett hat in seiner Philosophie dieses antizyklische Handeln tief verinnerlicht. Jetzt, wenn alle Wachstums- und Tech-Aktien stark gefallen sind, genau jetzt sind sie umso spannender. Und das heißt jetzt nicht, dass es nicht noch weiter runtergehen kann. Aber jetzt mal eine Frage an dich. Hättest du PayPal eine astreine Qualitätsaktie lieber für 260 Euro oder wie jetzt für 75 Euro gekauft? Oder würdest du lieber eine Wohnung für 260.000 Euro oder doch eher für 75.000 Euro kaufen? Klare Antwort. Ich meine, ich habe viele, viele Jahrzehnte als Investor selbst miterlebt. Und ich habe diese lange Zeit des Stillstands erlebt. Von 1965 bis 82. 17 Jahre lang. 1979 habe ich einen Artikel für Forbes geschrieben. Ich sagte nur, wie kann das sein? Denn im Jahr 1970 legten Rentenfonds 100% ihres neu gewonnenen Geldes in Aktien und leiten sich sogar Geld, um Aktien zu kaufen. Sie waren von Aktien begeistert. Dann wurden Aktien in den folgenden Jahren sogar günstiger. Und die Rentenfonds investierten 1978 nur noch 9% ihrer neuen Geldzuflüsse in Aktien. Das war ein Negativrekord. Und das obwohl Aktien sogar günstiger waren als 8 Jahre zuvor. Die Menschen verhalten sich also sehr, sehr seltsam, wenn es um ihre Reaktion an der Börse geht. Weil sie eben Menschen sind und sie werden euphorisch, wenn andere euphorisch werden, sie werden gierig, wenn andere gierig werden, sie werden ängstlich, wenn andere ängstlich werden. Und das werden sie auch weiterhin tun. Und Sie als Anleger werden Dinge am Aktienmarkt sehen, Sie werden es nicht glauben. Und der Gesellschaft wird es über die Zeit sehr, sehr gut gehen, aber Sie werden diese riesigen Wellen am Aktienmarkt sehen. Und wenn Sie dabei objektiv bleiben können, wenn Sie Ihre Emotionen von denen der Masse abkoppeln können, dann werden Sie sehr, sehr reich. Und Sie müssen nicht sehr klug sein. Ich meine, ich bin sicher, Sie sind es. Aber es braucht nicht nur Köpfchen, es braucht das richtige Temperament. Es braucht die Fähigkeit, sich hinzusetzen und zu beobachten. Ja, hier spricht Buffett ein Phänomen an, das wir jetzt, heute wieder sehen. Die Leute sind ängstlich, wenn sie gierig sein sollten, und gierig, wenn sie ängstlich sein sollten. 1970 wollte jeder Aktien haben, weil die Märkte eine lange Zeit vor 1970 gut gelaufen sind. Und acht Jahre später, als der Markt an der genau gleichen Stelle war wie 1970, wollte keiner mehr was von Aktien wissen. Obwohl 1978 die Chancen viel, viel höher waren, denn wie diese Grafik. Hier zeigt, haben sich die US-Unternehmensgewinne von 70 bis 78 stark erhöht und in der Spitze sogar verdreifacht. Und ein ähnliches Bild sehen wir jetzt bei den aktuellen Kursabstürzen. Nach den Stichworten Aktien kaufen suchten Anfang 2021 deutlich mehr Leute als aktuell, obwohl aktuell die Tech-Aktien 50, 60, 70 Prozent günstiger sind als noch 2021. Als ich 1950 anfing, bin ich durch die einzelnen Aktien durchgegangen und habe Aktien gefunden, die für ihren zweifachen Gewinn gehandelt wurden. Und das waren ganz anständige Unternehmen und Menschen wollten bei diesen Unternehmen auch arbeiten. Jeder wusste, dass es sie auch noch in einigen Jahren geben würde. Und Leute wollten sie einfach nicht kaufen, trotz der günstigen Bewertung von einem Zweierkurs-Gewinnverhältnis. Das war, als die Zinssätze zweieinhalb Prozent betrugen. Ich habe damals mit 21 Jahren als Broker angefangen, Aktien zu verkaufen und eine eine Lebensversicherungsgesellschaft aus Kansas City war zufällig ein ziemlich bekanntes Unternehmen in Omaha und die Lebensversicherungspolicen, die sie einem verkauften, sie hatten eine Verzinsung von 2% und die Aktie dieser Versicherungsgesellschaft Kansas City Life wurde damals für weniger als das dreifache des Unternehmensgewinns gehandelt. Sie bekamen also 35%, wenn sie die Aktie kauften und die Stabilität des Unternehmens stand außer Frage. Ich ging also zum örtlichen Versicherungsvertreter von Kansas City live. Ich dachte, verdammt, ich könnte ihm ein paar Aktien seiner Firma verkaufen. Ich meine, der Typ würde es verstehen. Er hat sein ganzes Leben in diese Firma investiert. Er arbeitet schließlich für sie. Ich ging also zu ihm und meine Familie arbeitete schon 20 Jahre mit ihm zusammen. Und sein Name war Moser. Ich sagte, Herr Moser, Sie wissen, dass Sie diese Polizen mit 2% Verzinsung verkaufen. Es gibt vielleicht sogar ein paar Mitglieder Ihrer eigenen Familie mit dieser Police. Und Sie können sich in dieses Unternehmen einkaufen, von dessen Gehaltschecks Sie jeden Monat abhängig sind. Und von dessen Zukunft die Kunden Ihrer Lebensversicherungen abhängen. Und an die Sie, Sie wissen schon, diese 2% Investition verkaufen. Und sie können durch die Aktie 35% auf ihr Geld bekommen. Ja, was soll ich sagen? Plötzlich merkst du, dass niemand Aktien haben will. Und ich konnte sie auch nicht verkaufen. Zugegeben, ich war ein miserabler Verkäufer. Ich meine, damit muss man anfangen, aber es hat mich einfach umgehauen. Es hat mich überwältigt. Niemand wollte Aktien. Ich habe mich sogar manchmal gefragt, ob ich nicht verrückt bin. Buffett wollte also seinem örtlichen Versicherungsvertreter von Kansas City Live Aktien von eben dieser Firma Kansas City Live verkaufen, denn Buffett war mit 21 Jahren selbst Aktienbroker. Und genauso wie sein Versicherungsvertreter Versicherungspolicen verkaufte, so verkaufte Buffett Aktien. Die Rendite von 35% von der Buffett hier bei der Aktie spricht, errechnet sich aus dem Kursgewinnverhältnis von 3 der Firma Kansas City Live. Das bedeutet, die aktuellen Jahresgewinne der Firma multipliziert mit 3 ergeben den Firmenwert, also den Wert, für den das Unternehmen an der Börse gehandelt wird. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 2 hätte man nach 2 Jahren bei einer Übernahme der Firma den Firmenwert wieder reingeholt, also eine Rendite von 50%. Und bei einem 3er KGV hätte man dementsprechend eine Rendite von 33,33%. ,33%, Buffett rundet hier aber auf auf 35%. Diese vollen 35% sind natürlich nur rein gedanklich, sie sollten sich aber über die Jahre über Kursgewinne und die Dividenden einstellen, sofern das Unternehmen eben weiterhin solide Gewinne liefert. Und das Absurde ist jetzt, dass der Versicherungsvertreter seinen Kunden Versicherungsverträge mit 2% Zinsen aufschwatzt. Selbst aber nicht in das Unternehmen investiert, bei dem er a. selbst arbeitet und b. eine Rendite von 35% pro Jahr erwarten kann. Wissen Sie, das gleiche passierte 1964, da Dow Jones schloss bei 864 Punkten. Ende 1981, 17 Jahre später, schloss er bei 865 Punkten. Er bewegte sich um einen Punkt in 17 Jahren. Das ist keine große Bewegung. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie entmutigt die Menschen in dieser Zeit waren. Aber ich wusste, dass die Menschen besser lebten. So können Aktienkurse eine lange Zeit bei Werten stehen, die keinen Sinn machen, die irrational sind. Aber diese irrationalen Dinge kommen zu einem Ende. Ich meine die Internetsache in den 90ern. Es gab diese Unternehmen, die für viele Milliarden Dollar verkauft wurden, die offen gesagt keine Aussicht hatten, überhaupt irgendwann Geld zu verdienen. Das war natürlich eine Blase, aber Herbert Stein hat einmal gesagt, dass alles, was nicht ewig weitergehen kann, auch enden wird. Und denken Sie vor allem darüber nach, wenn Sie das nächste Mal versuchen, etwas zu kaufen, nur weil die Aktien eine ganze Ecke gestiegen sind oder Ihr Nachbar mit Aktien Geld verdient hat. Sie müssen sich einfach hinsetzen und objektiv denken. Denken Sie darüber nach, ob Sie das ganze Unternehmen kaufen würden. Beispiel, es ist ein Internetunternehmen, es hat 100 Millionen Aktien, die zu 100 Dollar verkauft werden. Das sind 10 Milliarden Dollar. Ist das Ding jetzt 10 Milliarden Dollar wert? Wenn es 10 Milliarden Dollar wert ist, dann muss es im nächsten Jahr 700 oder 800 Millionen Dollar Gewinn einbringen. Und wenn es ihnen nächstes Jahr nicht 7 oder 800 Millionen einbringt, dann muss es ihnen im übernächsten Jahr ca. 10% mehr einbringen und so weiter und so fort. Es gibt nicht viele Unternehmen, die das schaffen können und die Leute werden einfach verrückt. Ganz wichtig, was Buffett immer wieder predigt, Stell dir immer vor, das ganze Unternehmen zu kaufen. Denn Aktien sind nichts weiter als Anteile von einem Unternehmen. Und hier verrät Buffett sogar, was für ihn ein fairer Unternehmenspreis wäre. Nämlich bei 10 Milliarden US-Dollar Börsenwert sollte der Gewinn mindestens bei 700 oder 800 Millionen Dollar liegen. Und das macht ungefähr ein Kursgewinnverhältnis von 13. Wenn der Gewinn jetzt aber geringer ist als die 700 oder 800 Millionen, die er hier anspricht, dann muss das Wachstum über die nächsten Jahre umso größer sein. Und hier können wir wieder das Beispiel PayPal nehmen und schauen, ob das Unternehmen aktuell nach dem Kurssturz nach Buffett fair bewertet ist. PayPal macht bei einem Börsenwert von 86 Milliarden Dollar einen Gewinn von gerade einmal 3,6 Milliarden Dollar. Das macht ein KGV von 24, sprich immer noch weit von Buffett's anvisierten 13 weg. Da die Gewinne aber vor allem auch der Free Cashflow die nächsten Jahre wieder stärker ansteigen soll, muss das natürlich auch in die Bewertung mit einfließen. Und genau diese positive Gewinn- und Free Cashflow-Entwicklung macht das immer noch hohe KGV von 24 für mich wett. Von daher mein Fazit, PayPal ist jetzt nach dem Kursabsturz fair bewertet, ähnlich wie andere Tech- und Wachstumsaktien. Deswegen ist auch jetzt der bessere Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen als noch vor einem Jahr. Ob in ein, zwei oder drei Jahren die Aktien noch günstiger sind als heute, kann leider kein Experte am Aktienmarkt mit Sicherheit vorhersagen. Und deswegen fahre ich mit einer Strategie, wo ich nicht nach dem Gesamtmarkt schaue, sondern ich habe eine Watchlist mit spannenden Aktien, Aktien, die ich interessant finde. Und sobald für mich ein fairer Preis erreicht ist, den ich vorher definiert habe, schlage ich zu. So nehme ich auf der einen Seite die Emotion aus dem Aktienkauf und auf der anderen Seite dieses Hin und Herdenken. Ob der Kurs denn nicht noch weiter fallen könnte. Hier oben rechts findest du mein Depot, das ich für langfristige Investitionen in Aktien nutze und hier oben links ein Video, das für dich interessant sein könnte. Falls du Fragen zum Aktienmarkt oder sonstigen Themen hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.